herzlich willkommen hier auf Apodosens, ich bin einfach nicht präsentiert, den Weihnachtskalender. Wisst ihr, worüber ich wirklich gerne sprechen möchte, nach den Tagen, an denen ich über sehr gute Filme wie Elliot der Drache und The Shallows gesprochen habe? Über Bad Moms. Ich möchte unfassbar gerne über Bad Moms, diese Komödie für Single-Mütter, sprechen, weil ich den ja gesehen habe. Ich habe, wie man sich vielleicht denken könnte, Bad Moms in einer Sneak gesehen. Ich wollte den nicht unbedingt gucken. Und dachte mir auch ständig bei allen möglichen Trailern und was weiß ich, Werbung, Plakaten, alles da so. You, sir. You're not the thing I want to see in this year. But, yes, a sneak fucked me up once again. Ich habe auch ständig bei den Trailern, bei Werbungen, ich habe das gesehen und wusste sofort, worüber der Film handelt, wie der Film abläuft. Ich habe sogar das Ende schon gesehen und ja, es ist so generisch, wie man es sich nur vorstellen kann. Mila Kunis ist ganz nett in dem Film. Ja. Aber es sind halt Single-Mütter, die sich über ihre Kinder beschweren, über die Situation beschweren, woran sie alles denken müssen. Und ihr könnt den Trailer sehen und wisst, worüber der Film handelt. Und wenn ihr den Trailer seht und denkt, hey, das ist ein Film, den schaue ich mir gerne an, dann schaut ihn euch gerne an. Und darüber hinaus, Nein, also es war nicht schlecht, aber es war auch nicht gut. Es ist einfach generische Kost gewesen und in dem Sinne auch wirklich dann eine Zeitverschwendung, weil du hast den Plot schon zigtausend Male gesehen, du hast das Szenario zigtausend Male gesehen, du weißt einfach komplett, was drin passiert und es überrascht dich nicht. Es war einfach eine Zeitverschwendung, diesen Film im Kino zu sehen. Kann man halt nicht ändern, Sneak, aber ich weiß nicht mehr, was ich über den Film sagen kann. Es ist einfach, da fehlt mir jetzt an Worten bei Bad Moms. Nee, jetzt hat er mich echt noch mehr aufgeregt, als ich es überhaupt vorstellen konnte. Schön gemacht, Bad Moms. Echt schön gemacht.